Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes singen, ist es gewiss gar nicht immer so leicht, den materiellen Blick in diese Zeit abzuwenden und den Blick in die himmlische Herrlichkeit zu suchen und zu finden. Heute an diesem Sonntag Trinitatis ist uns aber gesagt, wir sollen einen Aufblick haben zu dem, was Gott ist, wo Gott ist und wie er handelt. Und das nicht abgleichen wollen mit dem, was wir vor unseren materiellen Augen sehen. Wir sind ja in der Woche immer wieder geprägt davon, weil wir uns mit den äußeren Dingen so stark beschäftigen müssen. Aber sie sollen unser Herz, unsere Seele nicht gefangen nehmen. Der Predigttext zum heutigen Sonntag ist aus dem Johannesevangelium genommen, Kapitel 3, und ich lese dort die Verse 1 bis 9, die wunderbare Begegnung Jesu mit einem suchenden Mann, der ja bereits schon zwei Dinge in seinem Leben erfahren hatte, aber das Letzte, was wirklich zum Anbinden an die Herrlichkeit dient, noch erfahren sollte. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dieses geschehen? Ganz gewiss würden auch wir die gleiche Frage stellen, wenn wir zu dieser Zeit, wo Nikodemus die Begegnung mit Jesus suchte, auch gesucht hätten. Aber als Kinder Gottes wissen wir heute, wie es zugegangen ist in unserem Leben, dass wir eine neue Kreatur geworden sind. Wenn wir einen kleinen Blick in den Himmel nehmen, nach dem Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6, Vers 3, da hören wir Stimmen um den Thron Gottes, die dreimal heilig rufen dem Herrn Zebaoth und ihm bescheinigen, dass alle Lande seiner Ehre voll sind. Der dreimal heilige Gott, die Trinität, erfüllt die ganze Schöpfung. Jesaja bekam den Blick in den Himmel. Und wir sollen auch immer wieder den Blick in den Himmel bekommen, damit das dominiert in unserem Leben. Jesaja war ein Mensch wie wir. Er sah auch die irdischen Dinge um sich herum. Er sah auch verzweifelt, dass Menschen sich nicht rufen lassen wollten in die Gegenwart Gottes. Er sah, dass Israel und die Heiden oftmals ihre eigenen Wege gingen. Er rief, sie sollen zu Gott kommen, sie kamen nicht. Er hatte sicher ein ungutes Gefühl in seinem Leibe. Aber Gott schenkte ihm immer wieder eine Schau in die Realität. Was stimmt überhaupt? Stimmt das, was ich vor Augen sehe? Stimmt das, was ich äußerlich erlebe? Oder stimmt das, was in der unsichtbaren Welt
bei Gott stattfindet. Es heißt hier in dem 6. Kapitel: In dem Jahr des Königs Uzia, als er starb, sah ich Jesaja den Herrn. Ich sah ihn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Das sah ich, das hatte ich vor Augen, Seraphim, so haben wir es auch in dem ersten Lied gesungen, standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief immer dem anderen die Wahrheit zu, wer da auf dem Thron sitzt. Sie riefen ihm zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und diese Herrlichkeit und dieses Ausrufen war so freudig und so stark, dass die Schwellen bebten von dem Rufen der Seraphim. Alles andere wurde übertönt. Und sie machten sich gegenseitig immer wieder neu bewusst, wer hier zu verherrlichen ist. Auch dieses dreimal heilig, Trinitatis, soll in unserem Leben sprechen. Und auch immer wieder dem Nächsten deutlich machen, schau auf den, der das ist, der über allem ist. Lass dich nicht einfangen von den sichtbaren Dingen. Und dieser Herr in der Dreieinheit, der alles vollbracht hat, der als Vater sich ein Gefäß berufen hat im Volke Israel und als Sohn die Reinigung von aller Schuld bewirkt hat und im Heiligen Geist die Führung über die Menschen übernahm und übernehmen will, von dem heißt es, dass er ruft vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass die Menschen das mitbekommen. Psalm 50. Denn von Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Von Zion. Gott ruft von seiner Höhe über Zion in die ganze Welt. Lass dich zu diesem dreieinigen Gott ziehen. Lass dir den Blick öffnen für die Wahrheit, für das Echte, für das Reale. Nicht nur für das Abbild auf der Erde, nicht nur für das Verkorkste auf der Erde, sondern für die Wahrheit, für das Echte. Hören wir noch diesen Ruf in unserem Herzen? Lassen wir uns noch bewegen, um das Echte zu sehen? Oder weichen wir diesem Echten aus? Gott hat die Menschen lieb. Aber nicht nur in dieser Weise, dass es ihm genügte, dem Satan das Handwerk zu legen, dem, der sich aufschwang, von dem geschrieben steht, ich will gleich sein dem Allerhöchsten, ich will am liebsten mich auf seinen Thron setzen, und der versuchte, alle Menschen von diesem dreimal heiligen Gott ferne zu halten. Nicht nur, dass der Herr ihn zur Strecke bringen wollte, und den Menschen von der belastenden Sünde erlösen wollte in Jesus Christus, sondern dass er ihm das Leben aus der Trinität schenkt. Leben aus Gott, Leben aus der Ewigkeit in der Zeit. Denn wir wissen, wie der Satan vorging, er, der schon in Eden dabei gewesen ist. So lesen wir es auch in Hesekiel 28, ich möchte uns das einfach mal neu vors Herz stellen, wo gesprochen wird zu diesem Verführer. Ab Vers 13, in Eden warst du schon, im Garten Gottes. Da warst du geschmückt mit Edelstein jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe, und des Perlenschmucks, den du trugst am Tag, da du geschaffen wurdest. Da wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt.
Ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen hohen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Dieser, der in Eden, im Garten Eden, schon geehrt war zunächst, machte sich auf nach seinem Hochmutsfall, um im Paradies auch den Menschen auf seine Seite zu ziehen. Und sagte, sollte Gott sowas geredet haben, hört doch bitte nicht auf Gott. So würde er vielleicht zu dir heute auch reden. Hör doch nicht auf Gott. Hör doch nicht auf die Bibel. Knüpfe dir nur heraus, was dir gefällt. Das andere lass beiseite. Das ist der Satan, der heute so vorgeht. Der dort behauptet, es ist nicht Gottes Wort. Und wenn du glaubst, es sei Gottes Wort, verstehst du es sowieso nicht. Es ist nämlich nicht zu dir gesagt, sagte er. Du verstehst das ja falsch. Die Stimme des Satans versucht durchzudringen zu allen Menschen, um sie von der Wahrheit und dem Blick in die Herrlichkeit Gottes abzuhalten. Sie sollen nicht Gott sehen im Glauben. Jesaja durfte schauen. Den Herrn. Paulus war entzückt bis in den dritten Himmel, hörte unaussprechliche Worte. Er wäre am liebsten zu Hause geblieben an diesem Ort. Und das sollst du nicht mehr sehen. Der Satan versucht, deine Augen zu verblenden, dass du ja nicht einen kleinen Glaubensblick in die Ewigkeit tust. Denn dann würdest du gestärkt werden. Dann würde dein Leben eine andere Dimension bekommen. Und so sollte es bei Nikodemus ja auch sein. Er sollte die Trinität in seinem Leben erfahren. Gott will nicht nur Schuld vergeben, sondern er will das neue Leben dir schenken, uns allen. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 18, Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte. Das ist das Ziel. Nicht nur die Sündenvergebung, die wir jeden Tag in Anspruch nehmen dürfen und sollen. Aber dabei sollen wir nicht stehen bleiben. Wir sollen zu Gott geführt werden. Die Trinität soll unser Herz erfüllen und soll uns leiten. Es geht also nicht in erster Linie in dem Ruf zur Gemeinschaft mit Gott um ein moralisch besseres Leben in dieser Zeit, sondern es geht um das Ziel des ewigen Lebens, was schon hier in uns pulsieren soll. Dreimal in dem verlesenen Text aus dem Johannesevangelium sprach Jesus unvermittelt, gar nicht unbedingt gleich auf die Frage des Nikodemus eingehen oder auf seine Aussage von der neuen Geburt. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. Er kann die Bibel haben. Er kann vielleicht sogar erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber wenn er nicht neu geboren ist, fehlt ihm die Trinität und er hat kein Leben aus Gott. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. In Vers 3, Vers 5 und 7 haben wir das gelesen. Denn die Gesamtheit, was Gott bereitet hat, soll auch den Menschen erreichen. Im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist. Wo sich Gott in dieser Ganzheit, deswegen Trinität schenkt, allein da ist das wahre Leben. Allein da ist wahres Leben aus Gott, wo er sich schenken kann im Vater, Sohn und Heiligem Geist. Für jeden Menschen ist dieses Geschenk
bereitet. Jeder Mensch darf es empfangen. Auch am heutigen Tag kann er zu Gott kommen und sein Herz öffnen und sich beschenken lassen. Denn es steht die Frage für jeden Menschen im Raum: Wo wirst du deine Ewigkeit zubringen? Du wirst sie nur bei Gott zubringen, wenn seine Trinität in deinem Herzen ist. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er wird es nicht erlangen. Und der Mensch hat keine Zeit, diese Entscheidung auf eine lange Bank zu schieben. Darum hat schon Mose durch den Heiligen Geist in seinem Psalm, dem Psalm 90, ausgerufen: Herr, lehre uns doch bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich könnte es mit meinen Worten sagen und so ausdrücken: Herr, hämmere mir das endlich ein, dass ich sterben muss, damit ich mein Leben nicht mehr vertändle. Hämmer mir das ein, damit ich klug werde und mich ganz auf deine Seite stelle und die Gemeinschaft mit dir pflege. Und im selben Psalm heißt es ja dann auch: Na, unser Leben wird 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, ja, und dann ist vorbei. Lehre mich das Bedenken. Schlag es mir hinein, damit ich nicht so falsch, sorglos in den Tag, in die Woche, in das zeitliche Leben hineinströme. Jeder ist gerufen. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen, wenn du heute gerufen würdest? Nikodemus, gehen wir mal zu ihm zurück, was er hatte und was ihm fehlte. Er war ja ein geistlicher Führer in Israel. Er half mit in der Verkündigung des geoffenbarten Wortes vom Sinai. Er machte mit dem Volke wichtig, dass es Gesetze, Gebote Gottes gibt und dass die Propheten dies und jenes verheißen haben. Er arbeitete mit an dem Werk des Herrn. Er kannte sich gut aus. Aber in der nächtlichen Begegnung mit Jesus, den er aufsuchte, erkannte er auch noch ein zweites. Er hatte auf der einen Seite das Wort, das hat er erkannt, das ist Gottes Wort, müssen wir verkünden, dem Volke Israel. Aber hier ist jetzt jemand, erkannte er, der mehr ist als alle anderen. Denn die Zeichen, die du tust, sagt er, kann nur der tun, der von Gott ist. Du bist offenbar der Prophet, von dem Mose gesagt hat, der da kommen soll. Er suchte aber dennoch, obwohl er das ja schon vorher im Herzen hatte, denn er hatte ja Jesus predigen gehört, suchte er den Herrn nächtlich auf, weil er das Gefühl hatte: Mir fehlt doch noch etwas. Ja, das Dritte. Der Vater, das geoffenbarte Wort am Sinai, das kannte er. Möglicherweise den Sohn, das muss er sein. Denn niemand kann die Werke tun, außer der, der vom Himmel kommt. Aber brauchen wir nicht noch etwas? Und Jesus gab ihm diese Antwort: Ja, du brauchst noch was. Du brauchst die neue Geburt. Das heißt, die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus wollte gleichsam sagen: Niemand kann sich von der vergangenen Schuld selber befreien. Niemand ist auch fähig, die Gebote Gottes zu halten. Niemand. Und niemand kann sich aus dem Machtbereich des Satans, der die Sünde verursachen will, entziehen.
Niemand. Alle brauchen die Zuwendung Gottes. Deutlich sollte werden, dass nur durch das Opfer, das Gott selbst gibt in seinem Sohn Jesus Christus, die Freiheit von der Vergangenheit, die Freiheit von Sünde und Schuld entsteht. Niemand tilgt deine und meine persönliche Vergangenheit und Schuld aus, außer Gott in Jesus Christus. Der Herr sprach ja auch zu den Menschen und sagte, ich bin ja nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern ich bin gekommen, mein Leben zu geben, zu einer Erlösung. Nur dazu bin ich gekommen. Die Erlösung ist nötig, aber nur durch mich möglich. Und das ist Golgatha. Und später schrieben die Apostel ja auch darüber und sagten, allein in Jesus Christus ist die Versöhnung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Wir sind allein befreit von der Last durch die Gabe Gottes. Und wer hält die Gebote? Auch wiederum nur der Sohn, Gott selbst. Denn Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern ich bin auch gekommen, diese Dinge zu erfüllen. Ihr könnt euch weder befreien von eurer Last, noch könnt ihr das Wort Gottes erfüllen. Das sollte dem Nikodemus auch deutlich werden. Du bist ein frommer Mann. Du hast Mose und die Propheten, die Bücher, du lehrst sie. Aber kannst du dich erlösen von deiner Sündenlast? Kannst du die Gebote erfüllen, was du dort den anderen sagst? Nein. Siehst du, jetzt brauchst du die ganze Trinität. Du brauchst den in dir, der alles erfüllt hat und in dir und durch dich erfüllt. Denn nur Jesus Christus im Heiligen Geist kann dich bewahren vor dem erneuten Übergriffen des Satans und der Sünde. Trinität heißt, du brauchst den ganzen Gott. Du brauchst nicht nur die Bibel. Du brauchst nicht nur Glaube an Jesus. Du brauchst das neue Leben. Du brauchst den ganzen Gott. Denn so viel ihn, so sagt auch Johannes, in ihrem Herzen aufnehmen, denen wird die Macht zuteil, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben, die dann plötzlich nicht mehr nach dem Willen des Fleisches leben müssen. Das ist was ganz Neues. Nikodemus war ein liebenswerter Mann. Wenn er heute hier wäre, ich würde ihn gerne umarmen, weil er so ehrlich und aufrichtig war, weil er alles gut machen wollte. Aber er konnte nicht das erreichen, was er brauchte, um mit Gott in Verbindung zu treten. Er brauchte das neue Leben. Die neue Geburt durch den Heiligen Geist gibt uns Kraft gegen Sünde. Durch diese Kraft Gottes können wir plötzlich das Gute tun. Die Notwendigkeit, Gottes Geist zu empfangen, um in dieser Welt auf den guten Segenswegen gehen zu können, die sollte Nikodemus aber wir auch alle deutlich erfahren und sollte ihm deutlich machen, nur so kommst du durch. Und auch wir kommen nur so durch. Denn nur der wiedergeborene Mensch hat eine Vollmacht bekommen,
nicht mehr vorsätzlich sündigen zu müssen? Vorher ging das nicht. Er wusste, er sündigt, er muss es tun. Erst durch die Wiedergeburt hat er die Vollmacht bekommen, das nicht mehr zu tun. Er hat die Vollmacht bekommen, bewahrt zu bleiben vor der Verführung des Satans und alle Anfechtungen und Stolpersteine zu überwinden. Das hat er bekommen. Ich möchte uns das auch biblisch belegen. Johannes schrieb das in so wunderbarer Weise in seinem ersten Brief. 1. Johannes 3, Vers 9 möchte ich euch lesen. Da heißt es, wer aus Gott geboren ist, also hier wird das neue Leben angesprochen, der tut keine Sünde. Das ist erstmal eine Vollmacht. Paulus hatte noch gestöhnt darunter, als Mensch unter dem Gesetz, sagt er, ja, ich will ja nicht sündigen, aber ich muss es. Ich kriege das nicht hin. Wer aber von Neuem geboren ist, wo die Trinität Gottes Raum gewonnen hat, der tut nicht Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Das neue Leben in ihnen ist eine Vollmacht und sündigt nicht. Das andere, dass der Gläubige, der wiedergeboren ist, bewahrt wird vor dem Bösen. 1. Johannes 5, Vers 18 lese ich mal dazu. Alles in diesem Brief. Wir wissen, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Der Böse tastet ihn nicht an. Das alles findet in der Trinität statt, in der neuen Geburt. Und in Vers 4 desselben Kapitels heißt es auch, wer von Gott und was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Überwindet die Welt. Die Stolpersteine und die Anfechtung können überwunden werden. Wir werden nicht mehr aufgehalten, wenn die Trinität unser Herz erfüllt hat. Wir dürfen mit Christus durch die Zeit gehen. Die Bedingungen aber zur Wiedergeburt, die auch Jesus dem Nikodemus deutlich machen wollte, ist dieses dreimal heilig. Dreimal heilig muss in deinem Herzen Raum gewinnen. Nikodemus und auch wir sollen erkennen und bekommen, dass gleich wie begabt wir sind, wie gebildet oder wie moralisch geprägt wir sein können, nicht zu Gott kommen können, wenn das dreimal heilig uns nicht erreicht. Alle sind ja Sünder. Alle brauchen das Geschenk der Vergebung. Alle brauchen den Zuspruch Gottes. Alle brauchen die Gabe des Heiligen Geistes. Darum, die Leute zu Pfingsten, und wir haben ja vor kurzem erst wieder dieses Fest gefeiert, waren ja keine Heiden, die diese Frage stellten, was müssen wir tun, waren keine Heiden. Es waren Juden. Und was bedeutet das? Sie kannten die Bibel, sie hatten das Wort Gottes. Die Heiden hatten es ja noch gar nicht. Die haben ja ganz andere Dinge gehabt. Aber sie hatten Mose und die Propheten. Und nun haben sie durch die Predigt des Petrus erkannt, Jesus ist der Christus. Ja, und was müssen wir jetzt tun? Jetzt braucht ihr auch das Dritte noch. Sie redeten und fragten als solche, die ja schon religiös waren, aber merkten, dass die Anbindung an den lebendigen Gott noch nicht so richtig stattgefunden hat und dass sie keine Schau in den offenen Himmel hatten. Was sollen wir tun? Tut Buße. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Und dann kriegt ihr auch das Dritte der Trinität, die Gabe des Heiligen Geistes. Und da werdet ihr andere Augen haben. Da schaut ihr nicht nur das Materielle, sondern das schaut ihr durch in die Herrlichkeit Gottes. Und wenn ihr das Wort Gottes dann lest, dann schaut ihr in den Himmel gleichsam.
dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Paulus konnte deshalb so sagen, dass nur durch den Heiligen Geist jemand Christus seinen Herrn, der alles zu sagen hat, nennen kann. Wenn ich sage, er ist mein Herr, dann hat er alles zu bestimmen. Das bedeutet ja das Wort Herr. Und wer das sagen kann, der ist wiedergeboren, der alles, was von Gott kommt, bestimmend in sein Leben zugelassen und aufgenommen hat. Die Wiedergeburt geschieht dort, wo ein Mensch Gott völlig Recht gibt, seine Erlösungsbedürftigkeit bekennt und das Leben unter die führende Hand Gottes stellt. Oswald Chambers hat das so in wunderbarer Weise ausgedrückt. Er sagt, nur wenn der Mensch bereit ist, in allem abzusterben, was sein Leben ausmacht, auch seinen Rechten, seinen Stärken und seiner Religion und ein Leben neuer Art in sich aufnehmen will, das er noch nie gelebt hat, dieses neue Leben zeigt sich dann in dem Bewusstsein dieses Menschen. Nur der kann von Neuem geboren sein. Die neue Geburt, so schreibt er auch, gibt dir eine neue Art zu sehen. Du siehst die Dinge nicht mehr wie vorher. Du siehst hinter die Kulissen. Und dadurch fängst du an, zu erkennen, dass Gott regiert und nicht die Menschen. Es ist eine wunderbare Schau, die zu allen Zeiten auch die Glaubensbrüder bekommen haben. Und darum ist immer wieder die Frage an jeden Einzelnen, hat die Trinität in deinem Herzen schon Raum gewonnen? Mit welchen Augen betrachtest du das Leben und die Welt um dich herum? Merkmale der Wiedergeburt sind, dass plötzlich das Bewusstsein ist, im Leben des Einzelnen zur Familie Gottes zu gehören, mit der man verbindlich leben will. Ich will verbindlich mit der geistlichen Familie leben. So wie es von diesem gesegneten Mann Henoch geschrieben ist in 1. Mose 5. Er war 65 Jahre alt, bekam er noch einen Sohn. Und danach lebte er dann 300 Jahre verbindlich mit Gott. Verbindlich. Und zwar so verbindlich, dass da geschrieben steht, dass Gott ihn dann entrückte. Das heißt, die Tür war so offen, da gab es überhaupt gar keine Barriere mehr. Er lebte hier auf Erden verbindlich mit Gott und wurde dann einfach entrückt und nach Hause geholt. Wir empfangen dann das göttliche Wesen in uns, das uns auch durch diese Zeit führt. Darum konnte der Apostel Paulus solche Worte, die ein natürlicher Mensch nicht verstehen kann, ausrufen: Ich lebe, aber ich nicht, sondern Christus in mir. Wer kann das verstehen? Das kann nur verstehen, wer dieses neue Leben empfangen hat. Christus in mir. Kurz diese Punkte noch umrissen, was sich im Leben der Neugeburt, die Jesus hier dem Nikodemus nahegelegt hat, abspielt. Es entsteht die Heilsgewissheit. Ich bin gerettet in Ewigkeit. Der Geist Gottes gibt nämlich Zeugnis meinem Geist, dass ich zu Gott gehöre. Das ist in der neuen Geburt einfach präsent. Ich weiß, ich gehöre zu Gott.
so wie es auch Johannes abermals schreibt in seinem Brief im 5. Kapitel und auch darauf hinweist und sagt, wir wissen, dass wir von Gott sind. Das wissen wir einfach. Die Neugeburt bringt das zutage. Nikodemus war sich da noch nicht so sicher. Er war sich sicher darin, dass er die Bibel las. Er war sich sicher darin, dass er einiges verstand, was er den anderen mitteilen konnte. Aber er war sich noch nicht so sicher, dass er direkt zu Gott gehört. Wer weiß, wenn ich was falsch mache, ob ich dann den Zugang finde zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die neue Kreatur sagt, du bist jetzt bei Gott. Du gehörst dazu. Und das Zweite ist, in dem neuen Leben entsteht ein unbändiges Verlangen, Gottes Wort zu hören, zu lesen und zu beten. Das lesen wir von der ersten erweckten Gemeinde. Sie blieben beständig darin, zu hören und zu lesen. Was sagt Gott? Was sagt er? Und sie waren beständig im Gebet. Das war eine ganz neue Sache. Sie wollten gar nicht davon aufhören. Das bewirkt die Trinität im Leben des Einzelnen. Und ein drittes, der Wiedergeborene weiß, dass er sich auf die Verheißungen Gottes stützen darf und beruft sich auf die zugesagte Hilfe Gottes. Er weiß ganz genau, nichts kann mich mehr scheiden von der Liebe Gottes, den Christus Jesus. Nichts. Egal, wie wir das auch nennen mögen. Das kann Schwert, das kann Tod, Verfolgung oder was man auch alles sagen kann. Nichts wird mich davon trennen. Gar nichts. Das ist das neue Zeugnis durch die Trinität im Herzen der Gläubigen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, der plötzlich im neuen Leben eine Schau gibt, eine erlösende Schau, dass ich nicht mehr sterbe. Im Hebräerbrief steht ja, ein Nichtwiedergeborener hat immer Angst vor dem Tod. Die Furcht des Todes, er wird geplagt täglich geplagt. Aber Jesus ist gekommen, uns zu befreien von der Furcht des Todes. So steht es geschrieben. Die Furcht des Todes ist nicht mehr da, weil die Bereitschaft da ist, jederzeit aufgenommen zu werden in die Herrlichkeit. Wie es auch Johannes dann schrieb, wir sind doch Gottes Kinder, wir wissen noch nicht, was wir sein werden, aber wir freuen uns, wir werden Jesus sehen, wie er ist, denn das ist in unserem Herzen, wir sterben nicht, sondern wir gehen hinüber in die Herrlichkeit. Das soll uns auch an diesem Sonntag ganz neu gesagt werden. So wie einst dem Nikodemus. Er hörte auf die Rede Jesu. Auch wenn er sie nicht ganz verstand, ja, wie kann das zugehen? Kann ich nochmal in den Mutterleib zurück? Wenn ich alt bin, neu geboren werden, verstehe ich noch nicht ganz. Aber er war auf dem guten Wege. Er verteidigte Jesus, als die übrigen Pharisäer ihn verurteilen wollten. In Johannes 7 lesen wir das. Wie könnt ihr ihn verurteilen, bevor ihr ihn nicht angehört habt? Steht dort geschrieben. Und er war auch dabei, als Jesus ins Grab gelegt wurde. Er hat auch seine Gaben dazu beigetragen. Es war in ihm eine Hoffnung. Er hat die Predigt gehört. Und ich glaube, dass er auch dann zu Pfingsten dabei war und ein Zeuge der Auferstehung Jesu wurde. Er hat die nächtliche Unterredung gesucht, um sich beschenken zu lassen, um zu wissen, wie lebe ich mit Gott. Die Frage an uns, sind wir auch dabei? Sind wir auch in dieser Trinität aufgehoben? Dann können wir ja auch das Lob, so wie wir es in den Liedern anfänglich ausgesprochen haben, das Lob Gott geben
So wie es Petrus sagte, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Ja, da sind wir jetzt drin. Da sind wir zu Hause. Von dort aus blicken wir in die Zeit und fürchten uns nicht, sondern wir wissen, über allem steht Gott und wir mit ihm, die Trinität in uns. Aber den anderen, die das noch nicht kennen, soll gesagt sein, dass auch sie wiedergeboren werden können zu einer lebendigen Hoffnung, dass sie eingeladen sind, sich beschenken zu lassen. Hedwig von Redern hat so ein wunderbares Einladungslied geschrieben und hat gesagt, weißt du, Jesus sucht dich. Lass dich finden. Lass dich retten. Komm herzu. Lass dich heilen und verbinden. Komm, beim Heiland, da ist Ruhe. Da ist Friede für die Seelen, die in Hass und Not der Welt sich vergebens mühen und quälen, von des Satans Netz umstellt. Jesus sucht dich. Voll Erbarmen, voller Liebe ist sein Herz und er steht mit offenen Armen. Dass du zögerst, macht ihm Schmerz, denn du fehlst ihm. Sein Verlangen steht nach dir und deinem Glück. Flieh die Mächte, die dich zwangen. Kehr zu deinem Herrn zurück. Mit anderen Worten, lass Trinitatis Wahrheit werden in dir. Amen.